Todeszeit. Aufträge erledigt in Höchstgeschwindigkeit. Die erste im Büro und auch die letzte. Egal was sie macht, sie ist die Beste. Sie ist ein Vorbild für die Firma, war es auch schon immer und wird es immer sein. Noch fühlt sie sich allein, weil sie hackelt jeden Tag und hat keine Freizeit. Früher war das egal, aber mittlerweile ist sie Mitte 30 und findet es richtig scheiße, dass keine Zeit für die Liebe bleibt. Sie hat vielleicht den perfekten Lebenslauf, aber dann dafür ihr Privatleben auf. Und Männer gegenüber ist sie vorsichtig, denn ihre Gefühle überfordern sie ordentlich. Und obwohl sie beruflich ein Vorbild ist, wird ihr Leben schon langsam. Auf Competition, immer vorn dabei, immer Pole Position. Und jetzt ist er Chef von dem Riesenunternehmen und regelt internationale Großkonzerne.